Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Limbo. Wir starten woanders, wo wir beendet haben. Grund dafür ist, dass ich es 10.000 Mal versucht hatte und noch immer keinen Weg gefunden habe. Aber ich habe hier das hier gefunden. Und das ist. Und wenn man. Das muss man richtig timen. Glaube ich, dass ich die Kiste da drüben habe. Es war zu spät. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. So nicht. Ich will nämlich die Kiste haben. Schauen wir mal, ob ich das jetzt auch wieder schneiden muss. Nee, so nicht. Da bringt sie mir nichts. Aber wir sind schon nah dran, muss ich sagen. Nee, ich muss das schneller wieder loslassen oder so. Na, falsch. Also bis. Da ist ein leichter heller Streifen. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Der ist hier, da wo ich jetzt stehe. Bis dahin, glaube ich, geht das Magnetfeld. Okay. Mal gucken. Na, ich darf oben nicht anstoßen, weil sonst ist das Ganze um. Jawohl. Und jetzt nehmen wir die Kiste mit bis hierher. Und dann dürften wir es hier eigentlich haben, hoffe ich. Dann holen wir uns noch unsere liebe Kiste von hier. Hahaha. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nachgeguckt, weil ich war sehr verzweifelt. Wirklich sehr verzweifelt. Das Rätsel hat meinen Horizont überschritten. So. Tschak, bumm. Und jetzt. Na, komm. Ach ja, das verkehrt rum ist ja immer so eine Sache. Weil jetzt muss ich ja auch die Steuerung verkehrt rum betätigen. Dass es passt. So, hallo, zweites Kiste. So, la 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 la. Tang tang. Gut, ich kann sogar beide schieben. Okay. Alles, nur nicht so. Okay. Wenn es wieder rauskommt, timen. Sehr gut. Wir haben's. Sehr schön, jetzt sind wir endlich weitergekommen. Ich mag keine Tiere. Ach du meine Güte. Haben wir ein Magnet hier? Hier ist der Magnet. Oder? Kann ich hier hoch? Okay, aber das bringt nichts. Okay. Sag ja nicht, das ist eine Timing-Sache. Jetzt kracht das wieder nach unten. Oho. Ich glaube, das ist Timing.
Oha, wo schreibe ich denn das hin, dass ich das aufs erste Mal hinbekommen habe? Das muss ich irgendwo aufschreiben. Was ist das? Ah. Okay. Das verkehrt drücken ist nicht meins. Hallo? Ah, jetzt. Ich muss jetzt nach unten drücken, wenn das Ding kommt. Und das Spiel soll man mit 5 Toten schaffen. Das geht nicht. Ach so, das muss ja auch wieder nach unten fahren. Das heißt, ich muss jetzt zuerst nach oben drücken. Ah, nee. Komm zurück. Ich muss es ausschwingen lassen. Das geht so nicht. Wie sollen sich das ausgehen? Okay, so ungefähr. Huhuhuhu. Ohne aufgespießt zu werden. Aber dafür dann unten zu sterben. Oh, ei, ei, ach du Scheiße! Ach du Scheiße! War die Musik. Fuck. Okay. Boah, das ist jetzt schräg, ganz ehrlich. Boah, die Steuerung hier ändert sich ja jetzt wieder. Das heißt, ich muss nach oben. Oha. Das ist das O. Okay. Oh mein Gott. Okay, so geht's nicht. Aber so ähnlich.
Nein! Muss ich das jetzt nochmal machen? Nein! Nein! Ich bin tot. Sehr strange. Da darf ich mich kein einziges Mal verklicken. Ich hab Shift gedrückt! Arschloch. Bis gleich. So. Timing! Timing! Bayer hat mich noch erwischt. Scheiße. Man hört's eh. Ich muss ein bisschen hinhören. Der hat mich wieder erwischt. Das ist voll scheiße, ey. Zu schnell. Voll zersägt, ey. Okay, ich glaube, ich muss das beim Rüber machen. Was ist das? Ist es jetzt das Ende? Ernsthaft? Gerade wo ich in die Steuerung reinkomme in dem ganzen Spiel? Hallo? Passiert jetzt irgendwas Spannendes? Hallo?
Ich kann nichts drücken. Passiert nichts. Okay. Jetzt macht er seine Augen auf. Hä? Was ist jetzt? Nee, oder? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Was ist jetzt? Vielleicht bringt mich mal Fernfalle um, dann sind wir wieder am Anfang. Ich drück nichts mehr. Ich kann nichts mehr drücken. Passt es. Okay. Gerade wo ich in die Steuerung reingekommen bin. Auf alle Fälle, mein Fazit ist ein schönes Spiel. Der zweite Teil ist insane. Habe ich auch noch auf dem Plan. Muss ich mir aber erst besorgen. Habe ich noch nicht. Wird noch eine Weile dauern. Kommt aber bestimmt. Tja. Würde ich sagen. Ist ein Indie-Game, gefällt mir. Es war das erste Indie-Game, was ich jetzt so gespielt habe auf meinem Kanal. Zumindest in der Art und Weise, was ich weiß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wird definitiv in Zukunft öfter was kommen. Naja, somit hoffe ich, euch hat das Let's Play gefallen. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich sag, bis zum nächsten Let's Play. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.